So, liebe Leute, ein kurzer, erfreulicher Disconnect. Irgendwie hat es mich rausgeschmissen gehabt. Aber naja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den Mist kurz abladen kann. Und guck mal, ob der Jürgen den Mist bei mir ins Silo kippen konnte. Und dann muss ich den Herrn Müller anrufen. Ah, das geht. Hallo. Hallo Jürgen. Also den Mist kannst du hier reinkippen. Da rein? Jo. Okay. Ja, ich guck gleich nochmal mit dem großen Anhänger. Hat nicht alles reingepasst in den kleinen. Ich habe gerade gesehen, ich hatte hier auch noch 7000 Liter Mist drin. Ich glaube, das reicht dann erstmal einer. Der hier reicht? Jo. Sind 12.000. Ich habe ja auch noch 7. Ah, okay. Ja, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll mit dem Scheiß. Jo, fahr mal drauf. Oh, hab ich, hast du keinen Platz? Warte mal. Sag doch was. Oh, ich glaube, das geht ja nicht. Doch, doch. Bei mir ging. Passt. Aber willst du nur die 12.000 hier? Ich kann dir sonst noch was vorbeibringen. Kannst du dir geschenkt haben. Nee, das reicht. Okay. Hast du denn einen, der das gebrauchen könnte? Nee. Außer... Warte mal. Was kosten die Gewächshäuser nochmal? Ich weiß nicht wohin. Kann ich den Listenpreis jetzt auf schnelle sagen von allen? Ah, du übrigens. Ja. Ab, wie macht denn der Peter Altmaier das mit den Schildern? Die fahr ich gleich unten aufstellen, überall an jedem Hof. Ah ja. Gut. Ich wollte gerade nachfragen, nicht, dass uns ihr Geld durch die Lappen geht, wenn das der Staat schon bezahlt. Nee, die fahr ich gleich überall an jedem Hof aufstellen. Gut. Dann überlege ich mir das nochmal mit den Gewächshäusern. Ja. Und dann gucken wir nochmal. Okay. Gut, aber ich weiß sonst gerade niemand, der das noch bräuchte. Vielleicht Landhandel. Ah, habe ich auch schon nachgefragt, aber brauchen nichts. Okay. Warum auch immer. Aber ich muss auch mal zu denen hoch. Ich muss Saatgut kaufen. Aha. Gut, bis dann erstmal, gell? Tschüss. Lass mich mal gerade gucken hier. Mal gucken, bis wohin die Bemarkung geht. Kriege ich da noch was hin? Ja, dann müsste Jürgen erstmal hier noch ein bisschen platt machen. So. Na hier, wenn wir hier noch ein bisschen Platz ziehen und dann hier eine Steinmauer irgendwie hochziehen, dann könnte das was werden. Ich muss mal das Licht beim Fort noch ausmachen hier. Das gucken wir gleich mal. Erstmal muss ich jetzt zum Landhandel. Ich brauche Saatgut.
Und warte mal, den Herrn Reinhardt wollte ich anrufen, den Herrn Müller wollte ich anrufen. Blutdruckgerät. Blutdruck ist in Ordnung. Hallo? Hallo? Ja, hallo, ich wollte Sie anrufen, Herr Müller. Ja, ich bin gerade hier noch so ein bisschen im Einsatz, den Herr Peter betreuen. Ach so. Aber ich denke, ich kann nebenbei ein bisschen telefonieren. Okay. Alles gut. Ja, gut. Es geht, Sie wollten einen Auftrag haben. Ja. Feld, Moment, 89 müsste gepflanzenschützt werden. Gut. Ich frage mal den Herrn Stromberger, ob es sich erledigt hat. Jo, klären Sie mal ab und wenn Sie Zeit haben, dann machen Sie das. Und wenn nicht, dann geben Sie mir nochmal Bescheid, bitte. Okay. Ja. Danke, tschüss. So. Der war voll in seinem Element hier. Notarzt oder was auch immer, oder Ersthelfer. Okay, dann holen wir Saatgut. Und dann hoffe ich, dass das alles hinhaut. Dünger habe ich, glaube ich, noch. Aber die Wege sind schon ein bisschen weit hier immer. Mal gucken, ob ich irgendwie einen Trigger kriege, der ein bisschen schneller ist. Hallo? Hallo, Herr Müller nochmal hier. Und zwar, also ich bin jetzt mit meinem Einsatz soweit fertig. Ich würde jetzt mit. Das Problem ist nur, mein Deutz, den ich habe, der hat Breitreifen oder normale Reifen. Und kann ich da vom LU-Traktor haben oder wie sieht das aus? Und haben Sie ja, Sie hatten, glaube ich, letztes Mal auch einen vom LU. Ich hatte noch keinen Pflanzenschutz gemacht. Okay, dann ich bin gleich beim LU, vielleicht treffen wir uns einfach dort. Ja, ich muss jetzt nochmal den Polizeidienstwagen zurückbringen. Und dann ja, kommen Sie einfach zum LU, ich gebe denen Bescheid, die wissen dann Bescheid. Ach, da sind Sie ja. Ja, passen Sie mal auf hier, wenn Sie von der Straße einbiegen. Ja, das war der Herr. Ah, der macht hier ordentlich Wind. Gut, also bis dann. Ciao. Tschüss. Halt, da sind welche. Wo ist denn der Herr Neumann? Hier. Ah, hallo Herr Neumann. Ich wollte ja vorbeikommen wegen Saatgut. Ja. Ich folge Ihnen mal. Ja, ich nehme lieber ein Auto. Tja. War, glaube ich, irgendwo ganz da hinten, ja? Ja, genau, ganz hinten. Da steht der Leon Müller gerade vor. Ja, der fährt ja weg. Oh, könnten Sie mich einweisen? Ich sehe nichts. Warte, ich sag gerade mal kurz den. Ah, der Anhänger ist so hoch. Das sieht man einfach nichts. Der ist zu hoch. Ja, warten Sie. Ach, die Idee. Azurit muss noch weg, gell? Ja, genau, sonst passt das nicht. Haben Sie das Problem eigentlich gelöst gehabt? Da wollten ja, wir doch da mal. Muss als erstes Dünger rein. Ah. Witzig. Er nimmt als erstes nur Dünger und dann. Hat er einen Führerschein? Weiß ich nicht. So wie es aussieht, nicht. Ich glaube, da müssen wir nochmal Fahrstunden üben. Das glaube ich aber auch. Es kann auch mal länger dauern, ne? Ja. Hast du überhaupt vorne ran? Ich weiß es nicht. Ja, geht. Okay. Gut.
So, jetzt sagen sie an. Ah, warte, ich sehe das Ohr ein bisschen. Passt noch? Ja, passt noch. Weiter rechts. Von Ihnen oder mir? So? Ja, genau. Gut? Jo. Weiter? Oder gut? Weiter. Weiter nach links noch? Ja, nach links wird jetzt schwer. Das ja. Müsste... Warte, passt das schon? Nee, genau. Noch nicht ganz. Weiter? Moment, ich guck mal gerade. Ah, ich muss nur nach hinten. Ja, ja. Aber weit hinten. Pass auf, dass ich sie nicht einklemme. Oh, jetzt passt. Ja, passt. Okay. Dann gucken wir mal, wie viel da reingeht. Was kriegen Sie denn? Wie viel? Pro Liter. 1000. 18,6 habe ich. Ich liefere das nicht zu teuer. 18,6 haben Sie. Der Preis pro 1000. Pro 1000 Liter ist. 900 Euro. Das sind insgesamt 17.300. Okay, schicke ich Ihnen gleich. Perfekt. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, ich bräuchte noch Pflanzenschutz auf, was haben Sie gesagt, 17.300? Ja. Ich bräuchte noch Pflanzenschutz auf Feld 89. Danke. Der Herr Leon Müller, nee, Moment, Lukas Müller würde vorbeikommen und ein Fahrzeug abholen. Ja. Okay, gut. Mit Pflegebereifung bitte. Ja, haben wir zwei da. Danke, tschüss. Tschüss. Ups, gewirkt. Jetzt hat er den auch. Ja, Herr Müller. Ja, ich wäre jetzt da. Ja, der Herr Neumann weiß Bescheid, Sie kriegen den Fahrzeug mit Pflegebereifung. Tschüss. Tschüss. Herr Neumann? Fährt er dem voll in die Karre? Ausgebremst. Ah, ja. Muss auch ein bisschen Spaß machen hier. So. Gut, dann haben wir Saatgut gekauft. Das sollte eine Weile reichen, die 18.000 Liter. Balla. Der Anhänger schiebt ein bisschen. So, jetzt aber komm. So. Ich glaube, da machen wir mal ein Meeting hier mit dem Jürgen. Holla, die Waldfee. Gut, dann läuft der Pflanzenschutz da auch. Weiß halt nicht, was die Erdarbeiten kosten würden beim Jürgen.